Hallo und herzliche Grüße an alle guten Menschen. Chris Hedelmeier hier mit den neuesten Nachrichten aus dem Studio von World Jamahiriya. Sirte. Patriotische Quellen bestätigen, dass Kämpfer der Befreiungsarmee in der Nacht des 30. November sein Öldepot am Hafen von Ras Lanuf in die Luft gesprengt hatten. Ebenso wie das Öllager zwischen Industriegebiet und dem Ölhafen Al-Fipa. Die mit Operationen einhergehenden Kämpfe dauerten mehr als 3 Stunden an. 2 französische Söldner, die den Hafen bewachten, wurden festgenommen. Zum Zeitpunkt der Meldung kreist noch NATO-Helikopter über Wohn- und Industriegebiet der Stadt. Al-Tarhouni, ehemaliger Ölminister und derzeitiger Premierminister, erklärte, dass die derzeitige Pseudo-Regierung, die das Land repräsentieren möchte, sich aus weniger als 10% gebürtigen Libyen zusammensetzt. Diese hastig zusammengeschusterte Regierung steht im Dienst der ausländischen Geldes, demselben Geld, das bezahlt wurde, um Al-Qaida-Terroristen Waffennachschub zu leisten und für die Dienste der betrügerischen Massenmedien. Er erklärte definitiv, dass die Rattenregierung komplett von der US-amerikanischen Central Intelligence Agency gesteuert werde. Es gibt keinen Repräsentanten der Berber, Tuareg und Tubu-Stämme. Schwarze und Nicht-Araber sind nicht vertreten. Die Bestie wird Libyen nicht verlassen. Menschen mit dem richtigen Gespür sahen kommen, dass die NATO Libyen nicht verlassen werde. Die NATO wusste von Anfang an, dass die Rebellen machtlos sein würden gegen das vereinte Volk Libyens. Die NATO war längst vor Ort im Lande, als der Krieg begonnen hatte. Sie brachte die Gangster und Söldner selbst über die Grenzen aus Tunesien und Ägypten, zusammen mit der jetzigen Marionettenregierung, belieferte diese dann mit Waffen, Munition, Geheimdienstinformationen, Ausbildung von Spezialkräften aus NATO-Ländern und ausgebildeten Rattenrebellen. Das Lünchen schwarzer Einwohner von Libyen und afrikanischer Gastarbeiter, das Lünchen von Offizieren und Soldaten der libyschen Armee und deren Angehöriger war eine wohldurchdachte Strategie, die darauf abzielte, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, um so ihre Fähigkeit zum Widerstand zu reduzieren. Vergleichbare Aktionen wurden in Afghanistan, Irak und der serbischen Region Kosovo durchgeführt. Vom Tage des Beginns am 19. März an wurde alles mit Bombardements unterstützt. Die Städte, die das grüne Banner hissten als Antwort auf die Bedrohungen und Aufforderungen, sich zu ergeben, wurden gnadenlos niedergebombt. Als Angriffsziele dienten Häuser von libyschen Führungspersönlichkeiten und angesehenen Bürgern Libyens. Alles, was Lebensmittel, Wasser oder Licht zu den Libyen transportierte, wurde bombardiert. Bürger, die von mir abgeschnitten waren, waren zum Tode durch Hunger und Flüssigkeitsverlust verdammt. Die NATO nutzte alle möglichen, durch internationale Abkommen verbotenen Waffen. Splitterbomben, weißen Phosphor, Bomben mit abgereichertem Uran, Bomben und Granaten mit Senfgas oder Pyrit. So gelang es ihnen, nach monatelangem Bombardement einige libysche Städte an sich zu reißen, nur weil sie zum NATO-Landungstrupp zugehörig auf Luftunterstützung zählen konnten. Die Zahl der NATO-Opfer geht in die Hunderttausende und bezieht nur ein, wer getötet oder verwundet wurde. Berücksichtigt man aber die Verseuchung mit Radioaktivität, so sind alle der 6 Millionen Libyer Opfer dieses Krieges. Wenn man berücksichtigt, dass die sogenannten Rebellen, welche mit dem Lynchenmorden am 17. Februar begonnen hatten, von der NATO zusammengestellt und trainiert wurden, dann waren ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit Verbrechen, die von der NATO begangen wurden. Und eine kriminelle Allianz, die den Sieg verkündet hat, wird das zerstörte Land nun kaum verlassen. Der Grund dafür ist klar, denn trotz Konzentrationslager wie Guantanamo und der Anwendung von Methoden aus Abu Ghraib, die von der NATO eingesetzt werden, um Tausende von Libyerinnen und Libyern aller Altersgruppen zu foltern, bekämpfen die libysche Armee und Freiwillige das Besatzungsregime weiterhin. Jetzt vereinen sich die Stämme in Libyen, um das Land von den Aggressoren zu befreien. Stämme, die zuvor von der Besatzung geschmiert worden waren, verweigern nun ihre Unterstützung für die sogenannte Übergangsregierung der Ratten und der NATO. Zivilisten schließen sich zusammen, um sich militärisch ausbilden zu lassen, denn sie verteidigen ihr Land. Die weltweiten Massenmedien lügen fortgesetzt oder kehrten in den Zustand totalen Schweigens zurück. Und das sollte nicht verwundern, sie dienen seit langem der NATO als Propagandainstrument.
lügen den Kampf der libyschen Streitkräfte gegen Aggressoren und sogenannte Rebellen zu Bandenkriegen um. Dies soll der NATO die Rückkehr als Friedensstifter ebnen, um die Banden zu befrieden, die sie selbst geschaffen hatten. Wer diese Operation der libyschen Armee negiert, verwandelt damit die Libyer in Terroristen. Exakt auf dieselbe Weise, wie Goebbels Partisanen zu Banditen erklärt. Die Strafexpeditionen der NATO haben das Land nicht verlassen. Um das zu legalisieren, wurde eine weitere große Lüge notwendig. Die von tausenden tragbaren Luftabwehrgeschützen und dem nuklearen Material, das angeblich gefunden worden wäre. Und nun, als klar wurde, dass alle libyschen Stämme bereit sind, eine vereinte Front gegen die Besatzer, die sogenannte Übergangsregierung und ihre Rebellenmarionetten zu öffnen, verbreiten sie die Ente, dass die Misrata-Brigaden ihre Anführer vom NTC, Entschuldigung, mit einer neuen Revolution bedrohen würden. Dieser droht dann damit zurück, dass die NATO zur Hilfe gerufen werden müsse. Diese wäre bereit, die libyschen Städte erneut zu bombardieren. In Wirklichkeit aber würden sich die Bombardements gegen libysche Armee und Freiwillige richten. Und die NATO würde damit fortfahren, die Städte und Siedlungen des einst grünen und prosperierenden Libyens wieder in Ruinen zu verwandeln. Die Befreiung Libyens geht weiter. Hände weg von Syrien. Das waren die Nachrichten von und mit Chris Hedelmeier im Studio von World Jammer Heria. Bis zum nächsten Mal.